Und damit herzlich willkommen zurück zu, boah, es ist laut, einem neuen Let's Play ist Test. Laut dem, was ich gelesen habe, soll das Spiel nicht lange dauern. Warte. Nun, um anzufangen, um mit diesem Erlebnis anzubeginnen. Werden dir ein paar Fragen gestellt, die du ehrlich beantworten musst. Funktioniert das überhaupt so? Ja, bin ich mit der Kamera. Beantworte sie ehrlich, meine ich nicht mit, wie du sie wollen würdest zur Antwort, sondern mit der Wahrheit. Wir wollen alle ein positives Ende. Aber wir kriegen nicht immer, was wir wollen. Ja. Was du hier finden wirst, mag grausam sein. Die grausame Wahrheit. Möchtest du die Wahrheit? Wenn du dir sicher bist, dann beginn. Fahre fort. Mein Englisch ist wieder on top. Der Prozess ist wirklich sehr einfach in Theorie. Du musst einfach eine Serie von Fragen beantworten. Du wirst sehen, solange du sie ehrlich beantwortest, wirst du deine eigene Zukunft sehen. Ja, wir werden unseren sechsten Sinn. Sorry. Dann fangen wir so öfter denken. Die Antwort. Bei der Antwort kommt drauf an. Darf man die Frische draußen sehen? Natürlich, kann man euch auch drehen, sind sie still. Was auch immer da stand. Ich rate dir, dir einfach einen Drink zu holen. Wasser, da steht Wasser. Dich zurückzulehnen, zu relaxen und das Ereignis zu enjoyen. Wir fangen nun an mit den Fragen. Eins, zwei, drei. Hast du Angst vom Dunkeln? Nein? Wer ist Alice jetzt? Bist du Alice? Okay. Würdest du sagen, du bist ein Loner? Ja. Fühlst du dich jemals alleine, wenn du in einer Gruppe bist oder in einer großen Menschenmenge? Ja. Wenn du den Todestag von deinem besten Freund wüsstest, würdest du es ihm erzählen? Ja. Würde ich machen? Hast du jemals in einem Kampf? Ja. Fühlst du dich unwohl in tiefem, offenem Wasser? Ja. So viele Ja's. Wenn du deine Freunde dafür aufgeben würdest, um reich und beliebt zu werden, würdest du es tun? Nein. Warum?
wenn du in deine Kristallkugel gucken würdest und sehen würdest, dass deine Liebe des Lebens dich wirklich verlassen würde, würdest du sie verlassen? Für dich? Lass mich mal überlegen. Sagen wir, ich habe eine Kristallkugel. Sehe die Person, die ich liebe, würde mich verletzen. Ich war noch nie so verliebt, dass ich nicht die Person hätte nicht verlassen wollen können, wie auch immer. Das ist jetzt die Frage. Würde ich sie verlassen, wenn die Person mich wirklich liebt? Gut, man kann sich immer gegenseitig verletzen. Ist klar, aber es kommt darauf an, wie schlimm. Ist es irgendwas wie zum Beispiel ein Unfall, die fährt mich beabsichtigt oder wird mich beabsichtigt verletzen? Nicht eben physisch, es geht auch psychisch oder irgendwas. Wenn es mit Absicht ist, würde ich sie verlassen. Wenn es nicht mit Absicht wäre, kann man drüber reden. Dann kann man immer noch drüber da reden. Aber eigentlich tendiert es mehr zum Ja, würde ich verlassen. Ich bin immer so einer Meinung nach, ich bin lieber alleine, mache lieber Sachen mit mir alleine aus, bin lieber alleine, verlasse mich auf mich selbst, als mich auf jemanden anderen zu verlassen. Und der hält sich nicht an eine Abmachung, verletzt mich, etc. Gorgos, bitte einmal übersetzen! Würdest du dich selbst als mutig bezeichnen? Ich selber mich? Nein. Mir wird immer gesagt, oh, du bist so mutig bei allem Möglichen, aber ich selber würde nicht sagen, dass ich mutig bin. Oh, frag mich doch nicht so. Schalala. Ob ich oberflächlich bin? Nein. Also ich würde es nicht sagen. Das ist irgendwie auch immer so was, was mir vorgeworfen wird. Aber irgendwie oft wird es mir vorgeworfen von Leuten, die mich entweder gar nicht kennen oder die mich zu sehr kennen und meinen, mir irgendwie Steine in den Weg legen zu müssen. Nein. Hast du Angst vor dem Ungewissen? Ja. Gibt dir ein klingelndes Telefon Angst? Also, willst du da Panik? Ja. Ich gehe ran, aber trotzdem habe ich da Panik. Da gehe ich immer meinen Text ab. Ja, hallo, hier ist Kage. Was möchten Sie? Ja, gut, Sie möchten das. Gut, ja. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Und das war's. Ich gehe da immer einfach nur meinen Text ab. Wenn du einen Koffer voll mit Geld finden würdest, würdest du es behalten? Das ist die Kirche. Ich dachte gerade, was klingelt hier so? Ganz ehrlich, nein. Ich habe letztens einen Film gesehen, wo das genau einem passiert ist und er hat einen Geldkoffer gefunden von einer Drogenmafia. Und daraufhin wurde er verfolgt die ganze Zeit. Also nein, niemand weiß, wem das Geld gehört und was dir selber Schlimmes passieren kann. Weißt du, John? Ich kenne keinen John. Money? Manisch. Ja, ich hätte es mir selbst übersetzen können. Würde ich mich selbst als manisch bezeichnen? Nein? Bin ich manisch? Nein? Würde ich nicht sagen? Bitte schnell langweilig. Ja? Nimmst du jemals gefährliche und unnötige Risiken? Mach ich das?
Eigentlich nein. Ich bin immer nach dem Motto Safety First. Wolfsjäger. Kommt drauf an. Da sind wir beim Kommt drauf an. So, bei Filmen, Musik, manchmal Ereignissen, ja, so, was weiß ich, du fragst mich morgen, nein, das ist falsch, nicht du, jemand, den ich kenne, es muss jemand sein, den ich kenne, zumindest ansatzweise kenne, ein Freund fragt mich, komm, lass uns in den Freizeitpark fahren. Da ist eine neue Achterbahn. Lass uns die ausprobieren. Gut, würde ich mitkommen, sie mir ansehen. Vielleicht mitfahren. Das kommt drauf an, wie sie aussieht. Ob da... achte ich dann immer drauf, fahren da mehr Leute mit? Also wie viele Leute ungefähr fahren da? Fahren da nicht viele Leute mit? Dann scheint sie ja unsicher zu sein. Wenn du stirbst, würdest du gerne eingeäschert werden? Ja. Das Leichen sehen nicht schön aus. Ich habe nichts in der Weise als Beruf mit zu tun, aber Leichen sehen nicht schön aus. Egal, ob sie gerade frisch gestorben ist oder schon, was weiß ich, 5 Jahre tot. Leichen sehen nicht schön aus. Würdest du jemals ein Tier unter irgendwelchen töten? Das ist immer so die Frage. Was sind die Umstände? So, lass mal sagen. Morgen sind. Es lebt nur 1/4 der Weltbevölkerung. Alle Industrie fällt aus. Du kriegst kein Fleisch mehr. Bla bla bla. Hier ist halt hops. Da geht's ums Überleben. Obwohl, man kann sich auch pflanzlich ernähren. Eigentlich, ich versuche es schon seit längerem, vegan zu werden oder erstmal vegetarisch zu werden, aber ich bin so in meinem Trott drin. Ich esse wenig Fleisch mittlerweile, aber ich bin so in meinem Trott drin, dass ich momentan es noch nicht schaffe, komplett vegan zu werden. Aber gehen wir mal zum Beispiel davon aus, es ist ein, was weiß ich, Virus und das Tier will mich töten. Und es hat so auf mich versessen, dass es nur mich töten will. Und mich auch verfolgt und etc. Dann müsste ich es ja rein rechnerisch. Kann ja nicht ewig fliehen. Also es sind schon harte Umstände, wie es haben müsste, dass ich ein Tier töte. Würdest du dich selbst als romantisch bezeichnen? Nein, ich bin nicht romantisch. Gut. Kerzen und sowas, ja, schön. Mach ich mal. Aber ich bin nicht romantisch. Gar nicht. Ich hab da so... Es ist nur ein imaginärer, aber einen imaginären Kotzreiz. Sobald irgendwer mit mir eine Romanze sehen will, weil, oh ja, wir können ein Date machen und dann eine Romanze gucken. Und was weiß ich, dafür das eine zum anderen und bla bla bla. Da könnte ich echt kotzen. Bist du eine eifersüchtige Person? Eigentlich nein, würde ich sagen. Gut, man ärgert sich mal, wenn... nein, das ist falsch gesagt, falsch ausgedrückt. Natürlich, wenn man sieht, jemand schafft dies, schafft das, bla 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 bla. Dann gucke ich eher auf mich selber und denke, warum schaffe ich das nicht? Aber das hat nichts wirklich meiner Meinung nach
mit Eifersucht zu tun. Da bin ich dann eher, was immer was sehr so oft passiert, was passiert dann ab und zu mal, dass ich dann irgendwie eine schlechte Nacht habe, ein paar schlechte Tage, wo ich dann wirklich depressiv bin und denke, warum schaffe ich das nicht? Warum läuft mein Leben so, während das von anderen Leuten so läuft? Aber es ist dann einfach überdenken und vielleicht und dann an sich selber irgendwas machen. Oder es einfach akzeptieren. Weil man kann nichts erzwingen. Oh, das Gespräch hatte ich gestern noch mit einem Freund. Bin ich eine empathische Person? Nein, ich würde nein sagen. Man sieht es ja in meinen anderen Let's Plays. Ich kann Sympathie. Kann ich geben. Aber keine Empathie. Weil, ganz ehrlich, wenn ich da selber nicht mal durchgegangen bin, wie soll ich dann eine andere Person das nachempfinden können von einer anderen Person? Nennt mich, was auch immer ihr wollt. Aber für mich ist das ganz einfach so, wenn ich da nie selber durchgegangen bin, durch was weiß ich, wie soll ich das bei einer anderen Person nachempfinden? Ich mag Tiere. Ich hätte was Ähnliches gesagt. Mehr als Menschen, ja. Bist du noch Jungfrau? Nein. Das ist interessant. Willst du mich ärgern? Ich sollte nicht zu laut schreien, ich habe mein Fenster offen. Warum ist das denn genau interessant? Liebst du deine Mutter? Ja. Sie kann eine dumme Kuh sein. Wir sind uns auch nicht immer grün. Aber ja. Das ist fies. Ich würde nein sagen. Es hat seine Gründe. Ich bin nie eine Person gewesen, die Männer wirklich mochte. Hat nichts mit Vaterfigur oder sonst irgendwas zu tun. Ich bin kein Fan von Männern. Auch wenn ich, gut, damit oute ich mich jetzt, dass, was weiß ich, irgendwann ist eh raus. Obwohl ich pansexuell bin, Männer sind auch attraktiv, gut, ich schlafe auch mit Männern. Aber ich bin kein wirklicher Fan von ihnen. Ja, ich mag es, lange Spaziergänge zu machen. Ist Halloween da? Ja, mein absoluter Liebling. Immer. Nur irgendwelche Trash-Horrorfilme im Fernsehen zu diesem Tag kommen. Weiß gar nicht. Ich meine, dieses Jahr Halloween. Was ist das für ein Tag? Ich guck's mal gerade. Na, ein Sonntag. Heißt, ich komme spät von der Arbeit, aber dann könnte ich, wenn ich dann noch arbeite, dann könnte man gucken danach. Ja. Ja, ich glaube an eine höhere Macht, aber ich bin nicht gläubig wegen irgendeinem Gott oder so. Wenn du wüsstest, dass Satan dich beobachtet, soll er doch. Das ist genauso, wie Leute meinen, Gott sieht dich überall. Gut, soll er. Ach, ich wollte Nein drücken. Nein. Ich hab mich verklickt. Trinkst du Alkohol? Ja. Im Grunde kann man
sagen, mittlerweile jeder Fetisch ist quasi normal. Also ich wüsste jetzt nichts Außergewöhnliches, worauf ich stehen würde, was nicht mittlerweile auch als normal gesehen wird. Wieder interesting. Interesting? Bei Englisch. Blüst auf unter. Puh, wenn ich unter Stress bin. Wenn ich gestresst bin, dann schaffe ich so einiges. Aber blühe ich da auf? Ist das aufblühen? Ich bin eine andere Person unter Stress. Das kann ich klar und deutlich sagen. Das ist auch wahr. Das habe ich schon oft genug gesehen jetzt in meinem Beruf. Ein sehr stressiger Beruf. Und ich bin eine ganz andere Person. Obwohl, nein, mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr, weil ich mehr aus mir raus bin. Unter Stress. Ich würde Nein sagen. Wenn du die Welt damit beenden, mit Angriff beenden kannst, das würdest du es tun? Ich sag mal so, die Welt, so wie sie momentan ist, ist so ziemlich scheiße. Aber was soll Besseres kommen? Persönliche Meinung. Meiner Meinung nach kann die Menschheit einfach sterben. Wir haben es anders verdient. Wir sind echt das Schlimmste, was der Welt je passieren konnte. Es müsste auf jeden Fall, also nein, ich würde es nicht tun, aber es müsste ein großes Umdenken auf der Welt geben. Nur weil wir Menschen sind, sind wir nichts Besseres. Wir sind in keiner Weise besser als irgendwer oder irgendwas. Hoffst du manchmal auf den Zombie-Apokalypse? Nein. So ein bisschen also ich mag keine Zombies, überhaupt nicht. Und ganz ehrlich, Warnung. Warnung, Warnung. Bitte, wer Probleme mit Thema Suizid hat, habe ich auch, aber trotzdem, wer Probleme mit Thema Suizid hat, jetzt eine Minute weghören, zwei Minuten vielleicht. Wenn eine Zombie-Apokalypse käme, ich würde ganz ehrlich Suizid begehen. Ernsthaft. Weil das würde ich mir nicht antun, da würde ich nicht versuchen, um jeden Willen zu überleben. Was soll es einem bringen? Hast du jemals ein Tier getötet? Wenn du Mücken und Zecken zuzählst, ja. Sonst? Nein. Wir zählen sie mal mit. Es sind auch Tiere. Es sind Insekten. Und Insekten sind auch Tiere. Wenn du nur Kannibalismus als Überlebensmittel hättest, würdest du es tun? Da würde ich eher zum Aasfresser ummutieren. Ich würde ganz ehrlich zum Aasfresser ummutieren. Ich würde nie jemanden oder ein Tier oder sonst irgendwie töten. Nur um selber zu überleben. Da würde ich ganz ehrlich zum Aasfresser umrotieren. Also, ja. Magst du Waffen? Nein.
magst du ein Messer oder ein Schwert oder sonst irgendwas? Die sehen cool aus, aber... Nein? Wozu? Was willst du mir jetzt einmal sagen? Was sollen die letzten drei Fragen? Glaubst du an Aliens? Irgendwas wird da sein. Neben uns. Auf anderen Planeten. Ob es Aliens sind oder irgendwas anderes, weiß man nicht. Aber irgendwas wird da sein. Sagen wir mal ja. Würde ich? Nein. Nein, wenn würde ich schon hier... Ich bin so ein Routine-Mensch. Ich verlasse meine bekannte Umgebung nicht oder selten. Ich bin ein sehr routinierter Mensch. Nein. Ja. Das wusste ich aber, ja. Ich habe früher Telexika gesuchtet als Kind. Willst du mich verarschen? Was kommt jetzt? Willst du mich ganz ehrlich verarschen? Entschuldigung. Ja? Bist du dir sicher? Nein? Starstruck? Was heißt das denn? Star. Die Frage verstehe ich nicht wirklich. Bist du auf Stern nur klar? Hä? Bei Fragen, die man nicht versteht, immer Nein antworten. Ja, ich habe schon gebetet. Ja. Du glaubst an Engel? Ja. Du glaubst an Dämonen? Ja. Wenn du wüsstest, wie ein Dämon aufzubeschwören ist, würdest du es tun. Kommt auf die Situation an. Aber nein, eigentlich nicht. Man sollte niemals irgendwas aufbeschwören. Sei es ein Engel, ein Gott, ein Dämon, ein was weiß ich. Niemals. Um irgendwas zu erreichen oder irgendwas. Niemals. Alles, was man erreichen will, wie auch immer, muss man selbst erreichen. Nein. Nein, gar nicht. Ist gar nicht Biest. Schau mal, so plackes Ruhe. Lass uns weitermachen. Ich will wieder zurück in Zeit reisen können. Ich würde es gesetzlich nicht machen. Nein, warum sollte ich zurückreisen? Was bringt mir das? Im Grunde gar nichts. Wenn du nach vorne reisen könntest. Was bringt mir das auch wieder? Was bringt es mir, nach vorne zu reisen? Nein, tut wieder weh. Ja, ich mag Horror. Sind wir nicht alle irgendwie böse? Wir sind alle. Keiner kann sich davon absprechen. Ja. 1% der Population ist soziopathisch. Ja, wusste ich auch. Könnte ich ein Soziopath sein?
Vielleicht. Jeder könnte es sein. Es ist besser zu töten, als getötet zu werden. Nein. Nur denkst du, das Stehlen von großen Operationen ist akzeptabel? Eigentlich, unsere Firmen werden von der Regierung, von allem, zu gut behandelt. Also im Grunde, ja, finde ich, es ist akzeptabel. Kann das von irgendjemandem dann leben? Kann das von jemandem in meinem Leben? Nein? Magst du zocken? Nein, also Glücksspiel oder sowas? Darfst du spinnen? Nein. Darfst du an legendäre Monster wie Bigfoot, Loch Ness Monster, etc. Warum sollte es sie nicht geben? Es gibt auch uns. Darfst du an Vampire? Also Vampire ist ein bisschen weit hergeholt. Finde ich. Gut, es gibt mit Sicherheit. Wenn solche Monster gibt wie Bigfoot, Loch Ness, bla bla bla. Und es gibt einmal möglichen Viren, Bakterien, etc., die eine Zombie-Apokalypse auslösen können. Gibt's wirklich. Warum sollte es dann keinen geben, der auch sowas wie Vampire erstellt, sag ich mal. Da sitzt jetzt eine Spinne. Du fragst mich nach, ob ich Angst vor Spinnen habe, und ich dachte, da sitzt eine. Ich habe gestern eine bei mir im Haus entdeckt. Glaubst du an Vampire? Ich glaube eigentlich nicht an Vampire, aber ich glaube, es könnte sowas möglich sein. Glaubst du an Lykanthropen, also Mischwesen? Warum sollte es sie nicht geben? Das ist wieder dasselbe Spiel wie mit Vampire. Besser gesagt, wenn wir schon an so Monster wie Bigfoot und Loch Ness glauben und darin glauben, dass es solche Viren wie für Vampire gibt, warum sollte es dann keine Gestaltenwandler oder irgendwie sowas geben? So eine Englisch, verlasst mich nicht. Bitte. Süchtig machende Persönlichkeit. Ich würde nein sagen. Magst du es zu kochen? Mal ja. Würdest du dich selber als selbstsicher sehen? Nein. Sehe ich mich selber nicht. Viele Leute immer, oh, du bist so selbstsicher. Oder auch mal gerne arrogant, werde ich auch genannt. Aber ich bin es nicht. Es ist alles Show. Und Leute lassen sich sehr leicht davon beeinflussen. Ich glaube, du bist physisch aktiv? Nö. Nein, ich bin nicht physisch aktiv. Glaubst du, du bist ein guter romantischer Partner? Nein, da sind wir wieder bei der Romantik. Wenn ich einen Partner drin hätte, ganz ehrlich, ich wäre der Partner, der, was weiß ich, dir mal was mitbringt. Ich bring dir mal deine Lieblingssüßigkeit mit. Ich bring dir mal Blumen mit. Ich bring dir mal dies mit. Ich bring dir mal das mit. Das hat meiner Meinung nach nichts mit Romanze zu tun. Und ich bin keine romantische Person. Lügst du Leute täglich an? Nein. Ich bin eigentlich recht. Also ich sage ziemlich, was ich denke. Gut, ich spreche es nicht immer direkt so aus. Manchmal braucht es länger, bis es dann halt auch so rauskommt oder so rüberkommt. Aber ich bin eigentlich eine recht offene Person.
Ja, manchmal schon, dass ich Panik kriege wegen Sachen. Planierst du täglich mal? Nein, ich trinke nicht genug. Ich trinke nie genug. Problem ist, ich habe quasi kein Durstgefühl. Ich habe erst Durst, wenn schon ziemlich spät ist, wenn ich Kopfschmerzen kriege, Hals wehtut, Zunge wehtut, etc. Was natürlich zum Beispiel jetzt, wo es so heiß ist, ziemlich miserabel ist. Natürlich, da geht's schneller, weil es ist ja wärmer. Trotzdem ist das nicht gut. Hast du Angst vorm Ertrinken? Also Ertrinken ist schon ein unangenehmer Tod. Aber eigentlich... Ja. Hast du Angst vor Home-Invasion, also wenn jemand bei dir einbricht? Ganz ehrlich? Ich wäre eine Also, man kann es nicht sagen, weil ich habe sowas noch nie erlebt. Es tut mir ehrlich leid an die Leute, die das schon erlebt haben. Aber ganz ehrlich, ich würde die ganz, ich würde da auf Angriff gehen. Sag ich jetzt, ob es wirklich so wäre, wenn es passieren würde. Ist was anderes. Ich muss sie nicht direkt attackieren, nein. Aber man kann da so ein bisschen psychologisch rangehen, sag ich mal. Man kann fragen, warum überhaupt müsst ihr einbrechen? Warum macht ihr das? Warum lasst ihr euch so darauf herab, überhaupt einbrechen zu müssen? Es gibt so viel, was man machen kann. Hast du dir jemals ein Bein gebrochen? Nein. Ein Bein. Ein Knochen, meine ich. Das ist aber keine Ja-Nein-Frage. Das ist keine Ja-Nein-Frage. Weißt du das? Wenn dann Mörder wäre. Beides würde ich machen. Oh. Ja, natürlich. Immer, man wird immer. Also. Ich sag mal, da wäre ich ziemlich selbstlos. Da würde ich schon versuchen, jemanden rauszukriegen. Jetzt. Ne scheiß Mandel. Was zwischen den Zehen. Wenn da eine fatale, unheilbare Krankheit hättest, die nur 3 Jahre zum Leben gibt, würdest du sie an jemanden weitergeben? Nein? Das macht man nicht? Wenn du von einem bösen Geist verfolgt werden würdest, würdest du das Haus verlassen? Ja. Wenn du wenn ich dir jetzt sagen würde, von einem Bösen, würdest du mir glauben? Nur wenn du mir, wenn du es mir bestätigen kannst. Ist Geld dein Favorit? Geld ist nicht alles. Ach so, ruhige relaxe Musik? Nein, ich bin eigentlich nicht so der Fan davon. Ich muss richtig Wumms haben. Laute, aggressive Musik? Auch nicht wirklich. Obwohl, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Hast du Angst vor Puppen? Nein.
Alle gewissen zweimal schüchtern. Ich kenne diesen Spruch nicht. Ich kenne den nicht. Natürlich, wer schüchtern ist, der beißt eher um sich. Mit Worten. Das ist nicht wirklich physisch beißen. Ich glaube, Liebe auf den ersten Blick. Nein. Gut, man kann sich verlieben. Man kann auch sich in jemanden so verlieben. So, dass auch beide sagen, ich hau immer gegen das Mikro. So, dass auch beide sagen, oh ja, ich möchte dich als meinen Partner. Aber man kommt da doch auch ins Denken. Oder bin ich da einfach die einzige Person, die dann denkt, nein, auch wenn du jetzt mich magst und ich mag dich. Das muss nicht sein. Glaubst du an die Idee auf Soulmates? Schön, wenn andere Leute ihren finden. Ihren Seelenpartner. Mit Sicherheit gibt's sowas. Aber irgendwie... also doch, ja, gut. Wenn ich sage, mit Sicherheit gibt es sowas, dann glaube ich schon daran, aber im Grunde denke ich dann auch einfach, irgendwie gibt's meinen nicht. Oder... So, hast du jemanden One-Night-Stand? Ja. Ja, ich liebe Süßigkeiten. Merkst du Drama und Chaos im Leben, um es manchmal interessant zu halten? Nein, eigentlich nicht. Magst du Feuer? Nein. Englisch. Was du leidenschaftlich machst. Nein. Ich würde nein sagen, ich habe da nichts. Was würde ich leidenschaftlich denn machen? Goldfly ist sowas wie Gamen, Zeichnen, Stricken. Seht ihr mal, was ich so mache in meiner Freizeit. Das schon, aber sonst? Das sind eher so Hobbys für mich. Ich würde ja sagen. Mit Sicherheit werden da sagen einige Leute, nein, das bist du nicht. Aber ich selber würde mich als Gentle Person bezeichnen. Hast du Angst vor Konflikten? Ja. Immer wenn ich Probleme mit einer Person habe, ich versuche es anzugehen. Mit der Person. Aber wenn ich sehe, es löst sich nicht und die Person möchte nicht wirklich mit mir das klären, dann streite ich mich auch nicht mit der. Dann bin ich eher so der Rückzugstyp. Irgendeine dieser Fragen mich nervös gemacht. Ich sag mal so, wie ich schon erwähnt habe, ich bin da eigentlich eine ziemlich offene Person. Man kann mich alles fragen. Man kann mich wirklich alles fragen. Oh, und ich, ob ich eine Antwort darauf gebe, ist was anderes. Aber ich versuche ehrlich zu sein. Fühlst du dich relaxed an? Gerade. Ja, why not? Denkst du, irgendjemand hasst dich? Ja, es gibt Leute, die mich hassen, das weiß ich auch. Aber ich kann nichts dagegen tun, weil es ist quasi den Leuten egal, was ich tue, und sie hassen mich. Also? Hast du ihn? Es gibt Leute, die ich hasse, ja. Aber mit den Leuten habe ich nichts mehr zu tun. Die Frösche singen wieder.
Hältst du Englisch? Quatsches. Groll. Ja, ich hege Groll. Ich hege Groll. Ja, ich, da genau stimme ich zu. Vergeben, aber nie vergessen. Ich behalte vieles im Kopf. Alles passiert für ein. Diesen Spruch nutzt meine Mama immer sehr oft. Manchmal vielleicht stimme ich zu oder passt es, aber eigentlich so gleichzeitig? Oh nein. Oh nein! Bye! Sag nicht, die ganze Aufnahme ist jetzt ruiniert. Ich habe ja zum Glück die Fragen immer vorgelesen. Sag nicht, die ganze Zeit fehlte das Bild. Dann kotze ich hier im Dreieck. Ich habe die Fragen ja immer vorgelesen. Es ist nichts passiert, wirklich. Wenn das, die ganze Zeit das Bild fehlte, es ist nichts passiert. Ich bin wirklich einfach nur die ganze Zeit die Fragen, die ich vorgelesen habe, gefragt worden. Alles passiert aus einem Grund. Nein. Max-Explosion. Nein. Weißt du den Geruch von brennendem Holz? Ja. Hast du Angst vorm Fliegen? Ja. Hast du Angst vorm Fahren? Mir wird da immer nur schlecht. Aber Angst? Oh nein. Glaubst du, dass Krieg zwischen Nationen gesund ist? Nein. Open-minded. Ja, ich denke, ich bin open-minded. Träumst du? Ja, manchmal habe ich diese Träume. Träumst du? Nein, ich habe eigentlich noch nie davon geträumt, jemanden zu verletzen. Also zumindest nicht, dass ich die Person verletzt habe. Willst du selber sagen, dass du eine gewalttätige Person bist? Nein. Wenn du, ich dir sagen würde, dass die Hölle für dich kommt, würdest du wissen, was ich meine? Ja, dann sind wir wieder beim Göttlichen. Wie ich schon erwähnt habe, ich glaube nicht an was Göttliches. Aber ich wüsste, was gemeint ist. Die Antworten dieser Fragen auf übernatürliche Weise dein Schicksal erzählen würden und würdest du das nutzen, um deine Zukunft zu ändern und dein eigenes Leben zu retten? Man kann es ja versuchen. Nein, bin ich nicht, würde ich sagen. Ich bin's nicht. Ja. Außer du? Nein. Obwohl, man weiß nie, was mit einem im Raum ist. Nein, mir ist warm. Eher verblüffend. Also, das ist wieder keine Ja-Nein-Frage. Ob ich eher, ja, ich würde eher verbluten, als mich in Brand zu stecken, weil ganz ehrlich,
Das tut verdammt weh. Wer sich schon mal verbrannt hat, stellt euch das mal im ganzen Körper vor. Das tut verdammt weh. Nein. Wenn irgendjemand mir erzählen würde, er hat jemanden ermordet, dann verdammt nochmal soll er zur Polizei gehen. Das ist immer noch besser, als dann zu verstecken und dann man jagt und blablabla und dann wird die Strafe nur schlimmer. Denkst du oft über... Ja. Ich denke öfter über den Tod nach. Wenn du wenn du gegen Wölfe oder Hunde... Wir gehen jetzt mal runter auf Hunde. Kommt auf selbe hinaus, stammen wir voneinander ab. Wenn du gegen die kämpfst, nicht rennen. Wenn sie dich angreifen... klingt jetzt scheiße. Aufs Maul hauen. Und wenn du sie verletzen willst, auf die Kehle hauen, auf die Ohren, zwischen die Augen, Hüfte. Damit müsste eigentlich man sie vertreiben können. Was, wie gesagt, was ganz wichtig ist, nicht rennen. Nein. Nein, man sollte keine Geisterhäuser besuchen. Vor allem nicht allein und man sollte nicht in der Nacht bleiben. Ja, versuchen wir nicht zu töten, wenn ich sehe, Mann. Nein. Ich sag mal ganz so. Wenn plötzlich eine Apokalypse kommt und irgendwer wäre hinter mir, wie ich hier zum Beispiel meine Mom. Ich würde keine andere Möglichkeit sehen, als sie zu ermorden. Weil was soll man anderes tun? Wenn da eine Hölle ist, denkst du, du gehst hin? Mikrofon. Wer weiß? Irgendwer wird doch sowieso wieder irgendwas finden. Oh, das ist eine Sünde. Also, pff. Scheiße, Schokolade. Hier lag neben der Lüftung. Letztes Stück in der Packung. Wahrscheinlich gehe ich dahin. Hast du jemals versucht, Geister zu kontaktieren? Ja. Wer hat's nicht? Mord gesehen hättest und der Mörder bedroht dich, würdest du trotzdem zur Polizei gehen? Ja, aber würde ich dann auch ganz offen sagen, dass ich bedroht werde von dem Mörder? Also jemand ein Geist oder irgendwas übernatürliches sehen, was du nicht erklären konntest? Ja. Auch wieder da. Also wenn ich sterbe, ich würde als wiederkommen wollen, ja. Aber nicht um jemanden das Leben zur Hölle zu machen. Einfach um Spaß zu haben. Leute erschrecken etc. Aber nicht um jemanden zur Hölle zu machen. Nein, nie einen Pakt machen. Wenn jemand da versteckt in deinem Zimmer wäre, ich würde dir sagen, wo? Willst du nachgucken? Ja, natürlich. Thank you.
verrückt sein wird. Aber du bist es nicht. Ja. Wenn ich anderer Leute Gedanken lesen könnte und immer wüsste, was sie denken, würde ich mir das selbst erlauben? Nein, eigentlich nicht. Eine Bank ausrufen und damit nie erwischt werden würdest du es tun? Nein. Ah. Angst vorm Tod? Nein, eigentlich nicht. Macht dir stört dich der Gedanke darin, dass es vielleicht nach unserem Leben gar nichts ist? Nein. Stört dich der Gedanke darin, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Angst verlassen zu werden. Ja. Weil wozu war ich dann überhaupt in jemandem Leben als Freund, als Partner, als was weiß ich, wenn der dann sowieso mich fallen lässt? Hast du Angst, allein zu sterben? Ich sag mal so, ja, also ja. Weil ich finde es schon ziemlich schrecklich, alleine zu sterben und keiner wüsste davon. Hast du Angst davor, angelogen werden zu können? Ich hoffe doch, dass meine Familie ehrlich zu mir ist. Wir sind wieder bei einer der Anfangsfragen. Es bezieht sich jetzt auf Bestimmtes. Wie Realität leben könntest, würdest du es tun? Sind bei Sword in der Hand oder nicht? Ja gut, machen schon. Es kommt darauf an, wie man es macht. Glaubst du, du bist abergläubisch? Könnte sein.
sie, ich würde mal sagen, ja, sagen wir mal einfach ja. Wenn es irgendwie jemals nötig sein würde. Nein. Ja. Es soll nach Hühnchen schmecken. Ich weiß es nicht. Da. Ich meine, das war in dem Brief. Ein Kindermörder von Albert Fisch, der Kinder entführt hat und dann ein Tagebuch darüber geführt hat, wie er sie aufgewahrt hat, zubereitet hat, gegessen hat, etc. Ich meine, da beschreibt er, dass menschliches Fleisch wie Hühnchen schmeckt. Aber ich würde es nie probieren. Überliefen Voodoo, ja. Warum? Warum sollte das jemand tun? Man sollte nicht mit Voodoo rumfuschen, wenn man keine Ahnung hat. Man sollte nicht mit Voodoo bei Voodoo rumfuschen, Komma, warum, wenn man keine Ahnung hat. Menschen sind gefährlicher als Tiere, ja. Ja. Ich würde mich selber nicht eine gefährliche Person sagen, aber natürlich, jeder kann in gewissen, unter gewissen Voraussetzungen gefährlich werden. Natürlich, das kann jeder. Also eher tot, Freitod wählen oder so. Was würde ich denn eher wählen? Oh. Ja, würde ich eher in eine Zelle. Es ist auf jeden Fall besser, als es mal war. Wenn ich einen Lover hätte. Ha, 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 da fängt der Witz an. Aber ja, meinen besten Freund würde ich das zutrauen. Also den würde ich da alleine lassen auch mit das. Was soll der denn schon tun? Ja, ich mache nichts, ich gehe nicht fremd. Und wenn mir, wer meint dann, also wenn zum Beispiel, was weiß ich, von meinem besten Freund, die Freundin, er ist auf jeden Fall hetero, er ist hetero, er sagt es mir immer wieder, wenn dann da auf einmal die Freundin aber sich an mich ranmachen würde, wird es Ärger geben, weil das denke ich einfach nur, ist scheiße. Welche wilden Träume? Wenn jemand dich hätte gehen müssen, ich würde mich wehren, aber... Wenn ich die Lotterie gewinnen würde, aber nur 7 Jahre zum Leben hätte, würdest du das Geld nehmen?
ja, wenn man dann 7 Jahre nur hat, kann man sich ein relativ angenehmes Leben machen. Also sagen wir mal, du kriegst 10 Millionen Euro. 5 Millionen kann man zum Leben dann irgendwie machen, dass man sich ein relativ angenehmes Leben macht und was den Rest auf jeden Fall spenden. Weil das Geld muss ja nicht, wenn man viel Geld hat, warum dann, das verstehe ich immer bei so reichen Leuten nicht, warum dann geben sie es nicht weiter, da wo es gebraucht werden könnte. Oh, wir sind am Ende. Ich sag noch, da wir ja vielleicht 40 Minuten lang komplett ohne Bild waren, ich werde also wer es gucken möchte, der kann es gern offen weitergucken. Also komplett gucken, aber ich mache Zeit von wann bis wann das wirklich so war. Ich möchte wirklich, dass du darüber nachdenkst und ehrlich antwortest. Bist du glücklich? Gute Frage. Eigentlich macht jeder definiert Glück für sich selber. Wenn ich so im Groben nur gucken würde, würde ich sagen, nein. Aber eigentlich kann ich mich glücklich schätzen mit dem, was ich habe. Also ist es auf jeden Fall besser zu dem, was ich früher hatte. Oder früher mein Leben war. Also es muss ich eigentlich sagen, ja. Ich pack's alles in die Einsmaschine. Hopefully not too soon. Warum heißt du eigentlich Alice? Bin ich tot oder irgendwas? Wie kann man denn skippen? Ich habe mich zweimal verklickt. Dreimal? Zweimal? Ich meine zweimal. Da sage ich das eine und so, klicke das andere. Das war dumm. Ich sehe Wasser. Sehr viel Wasser. Du bist unter, da drunter. Und siehst nach oben. Mhm. Was? Okay. Mhm. Ja, natürlich, das ist auch laut. Doch, meine Familie. Hey?
submerged. Was heißt das? Ach, untergetaucht. Aha. Aha. Das wird mein Tod. Aha. Gut zu wissen. Also heißt es nicht dann auf offenes Wasser gehen. An offenes Wasser. Ich gehe sowieso nicht gerne schwimmen. Das war Horoskop. Eigentlich ein ziemlich dummes Spiel. Gut. Damit beenden wir das dann. Oh, The Test. Achso, The Test kenne ich, ja, ja. Damit dann sagen wir auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Let's Play. Bye bye.